Die getroffenen präventiven Maßnahmen, die nach 15. Juli im Rahmen des Laizismus, der Demokratie und den Regeln der universalen Rechtsvorschriften beschlossen wurden. Bei dem Putschversuch benutzte die Mitglieder der Terrororganisation Fetö über den Zeitraum von 23 Stunden Flugzeuge, Hubschrauber und Panzer und tötete mehr als 200 unschuldige Menschen aus den Reihen der Zivilisten und Sicherheitskräfte, die sich den Putschversuch widersetzten. Ab 16. Juli wurden die Putschisten, die sich stellten oder gefangen genommen wurden, durch Beschlüsse der Staatsanwaltschaft in Haft genommen. Es wurden keine Haftvollstreckungen außerhalb der geltenden Gesetze vorgenommen. Die Suspendierungen und Entlassungen einiger Staatsanwälte, Richter und Staatsanwälte im Justizapparat wurden auch im Rahmen der Gesetze auf Ersuchen der zuständigen Staatsanwaltschaft durchgeführt. Rektoren, Dekane und Akademiker an den Universitäten, die als Mitglieder der Terrororganisation Fetö identifiziert werden konnten, wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden und im Rahmen der Gesetze vorläufig entlassen oder suspendiert, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Private Bildungseinrichtungen, die sich unter der Kontrolle der Terrororganisation Fetö befinden und gleichzeitig der wesentlichen Anteil der Einkommensquellen der Organisation darstellen, wurden im Rahmen der Gesetze an das Erziehungsministerium übertragen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gegen Gesellschaften, Stiftungen und zivile Gesellschaftsorganisationen, die unter der Verdacht stehen, zur Terrororganisation Fetö zu gehören und diese wirtschaftlich zu unterstützen, wurden ebenfalls Untersuchungen eingeleitet. Am Mittwoch, der 20. Juli, behängte die Regierung auf Empfehlungen des Nationalen Sicherheitsrates für einen Zeitraum von 3 Monaten den Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand räumt dem Kabinett große Befugnisse ein. Die Regierung erklärt jedoch, dass sie die meisten dieser Befugnisse nicht in Anspruch nehmen wird. Einschränkungen der Freiheit und die Verletzung der Menschenrechte sind ausgeschlossen. Es wurde durch die Regierung betont, dass keine Intervention im Bereich der Wirtschaft stattfinden wird. Der Ausnahmezustand wird das tägliche Leben der Bürger nicht beeinträchtigen. Milletimize beraber büyük bir belayı Allah'a şükür def ettik.